You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Wellheim. Heute geht's wieder in die Teergruben. Hatte ich ja letzte Folge schon erwähnt und genauso machen wir es auch. Ach, guck mal, die müssen wir auch mal noch aufhängen. Wir sind eigentlich gut vorbereitet. Nee, sind wir nicht. Wir haben noch Tränke in der Kiste. Die sollten wir auch mitnehmen. Irgendwie ist jemand draußen. Ich weiß nicht, ob am Rasenmähen oder Laubblasen. Laubbläsern? Laubblasen? Naja, ihr wisst schon. Ich hoffe, man hört es nicht so dolle. So, zweimal sehr gesunder Met. Eigentlich können wir Gift auch mitnehmen. Ein köstlicher hat Gesundheits- und dafür aus... Ah, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Heute. 14 Minuten ausgeruht ist okay. Jetzt können wir natürlich auch eigentlich mal überlegen, das Portal gleich wieder mitzunehmen. Weil das bringt uns auch nichts, wenn es hier steht. Wir müssen ja jetzt wieder ein Stück weiter weg. Ah, meine Nase krabbelt. Oh, oh. Was ist hier los? Ach ja, genau. Ich nehme die Folgen hintereinander auf. Es ist vor 5 Minuten passiert. Schön. Ich wollte ihn perfekt blocken. Hat nicht geklappt. Was wedelt er denn so? Hat er gefurzt oder was? Her mit deinem Zeug. Hör schon wieder irgendwas summen. Hau bloß ab. Jetzt nicht nochmal reinpieksen hier. So, Bauhammer. Wir nehmen Portal mit. Es heißt Schlange. Und wir nehmen die Werkbank mit. Können wir direkt an die nächste Teergrube ranstellen. Oh, guck mal. Hä? Was ist denn das? Ich kann es nicht... Das ist ja kein... Jetzt steht's. Nochmal 15 Stück. Geil. Also, dass hier noch irgendwo was drin war, weiß ich. Aber so ein großes Ding hätte ich doch... Aber das bringt auch ein bisschen was, zumindest nur mit Frostner zu blockieren. Oder zu blocken. Komm her. Ich weiß noch, unser erster Tod in den Ebenen. So völlig underpowered in die Ebenen gerannt, ey. War das schön. Und dann mit dreimal Boot oder so dahin und versucht irgendwie den Tod des Kitos auszuweichen, dass wir unser Zeug wieder kriegen. Ach, das war schon witzig. Und mittlerweile jetzt, kommt an, kurz blocken. Linke Maustaste draufhauen. Easy. Schön. Hier sind bloß noch Steine drin, genau. Guck mal, ein Steinkreis da hinten, auch nicht schlecht. Aber ich möchte nicht wieder ins Grasland. Wir müssen weiter in die Richtung. Hier müsste es noch irgendwo was geben, hoffe ich. Die füllen sich ja auch nicht wieder. Macht ja auch keinen Sinn. War hier wieder der gute Ulf? Oh, man kann es wegdrücken. Diesen Ebenen überleben. Hä, muss man mittlerweile davor stehen bleiben? Früher war es doch... War es doch anders, oder? Naja, egal. Also, da drüben geht es auch noch weiter. Hier kommt dann auf jeden Fall Grasland. Das heißt, hier ist doch nicht direkt miteinander verbunden oder weiter hinten. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal kurz. Obwohl, nö, hier vorne waren wir ja schon. Hier hinten hätten wir noch ein bisschen lang machen können. Naja, dann gucken wir mal hier rüber. Wo wir hier halt auch schon... Ach so, stimmt, hier ist ja Dings. Unsere Basis. Ah, lasst uns bitte was finden. Das wäre mega geil. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt hier Ewigkeiten suchen müssen. Das wäre nicht so schön. Aber hier wird gleich das Grasland kommen. Ja. Verdammt. Naja, und da drüben sind wir dann halt hier. Hier waren wir auch schon. Nee, dann müssen wir doch ein bisschen mehr hier vorne noch in die Richtung gucken. Hier ist definitiv nichts mehr, auch generell relativ leer, was Gegner angeht, ne? Vorne wird bestimmt noch ein bisschen was rumlungern. Ach so, wir können mal an dem Gebäude gucken. Ah, da ist... Ja, jetzt habe ich dich gesehen, mein Freund.
Weil wir brauchen ja eh noch das Wegvisier vom guten letzten Boss. Wenn wir hier schon mal ein Gebäude sehen. Spätestens auf der Suche nach der Drachenmutti habe ich ja gelernt, man sollte vielleicht doch mal an die Gebäude gucken. Dann wäre es natürlich doof, wenn wir jetzt hier vorbeirennen. So, den überraschen wir jetzt erstmal schön mit einem Nadelfeil direkt in den Nacken. Komm her und bam. Oh geil, One Hit. Oh, da war noch einer, den habe ich nicht gesehen. Ah, zu viel. Einer ist gut. Drei sind besser. Ah, das perfekte Blocken, das müssen wir echt schon machen. Das lohnt sich viel mehr, als einfach drauf loszuhauen. So heftiges Damage dadurch kriegen. Ach komm. Bam, den haben wir. Und den auch. Ich glaube, einer ist noch im Turm. Zumindest klang es gerade so. Aua, Mann. Ah, die haben... Das haben sie wirklich realitätsgetreu gemacht. Einfach irgendwelche Viecher, die dich stechen, genau wie im Real Life. Es nervt an. Und genau das machen die in dem Spiel hier auch. Wo ist denn hier der Eingang? Hier. Aber sieht nicht nach einem Weg wie sie hier aus. Aua, ist doch gut. Nein, ich habe keine Ausdauer. Und zack, ah, noch einer. Hallo. Das sah ja cool aus. Ich hau hier mehr die Hauer. Ich hau hier mehr die Mauer als den Typen. Komm, zack. Na, ja, der kriegt kaum Schaden. Aber okay. Dachte schon, wir sind voll, weil er es nicht mitgenommen hat. Dann ist das Ding auch geleert. Und wir gucken hier vorne ein bisschen weiter. Das können wir wegnehmen. Ach ja, stimmt. Zweimal gestorben. Guck mal, Portal können wir auch wegnehmen. Ah, und das können wir auch wegdrücken. Ah, eigentlich bereue ich es gerade. Wäre cool gewesen, wenn man irgendwann, wenn das Let's Play vielleicht mal am Ende ist, nochmal gucken kann, an welchem Tag man gestorben ist. Aber das hat es früher auch nicht gemacht. Beziehungsweise geht's doch. Also es hat früher angezeigt, der Tag stand aber nicht da. Und ich glaube, es ist auch nach ein paar Tagen wieder weggegangen. Vielleicht ist es ja auch immer noch so. Gut, also doch weiter in die Richtung. Hier liegt noch... Wirklich, ich hasse sie. Hier liegt noch eine Nadel, wollte ich sagen. Brauche aber auch ein bisschen Ausdauer, sonst kann ich nicht blocken und zurückhauen. Komm her. Bam und... Bitte. Schön. Jetzt aber weiter hier. Wollte nicht schon wieder 10 Minuten damit verbringen, hier nur blöd rumzulaufen. Sondern ich möchte Teer. Dann kann ich nämlich heute Abend... Na gut, nee. Also heute ist Samstag. Ihr kriegt diese Folge am Montag. Also kann ich zurück in die Zukunft mäßig am vorgestrigen Abend wieder ein bisschen was am Dach bauen. Dann, weil ich hab das Vieh gesehen, dachte aber nicht, dass es schon aggro ist auf mich. Irgendwo war noch ein zweiter. Yep, dort. Jetzt nicht beide gleichzeitig, bitte. Oh, mies. Ich bin sogar so richtig... heftig ins Taumeln gekommen. Ach, kommt schon. Ja, komm. Ist okay. Jetzt müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen. 50 Leben noch. Ich hau mir jetzt keinen Trank rein, solange kein Gegner in Sichtweite ist. Aber hier ist halt auch nicht mehr viel, ne? Jetzt sind wir hier schon wieder im Gebirge. Meine Hand juckt. Und... da vorne sind wir ja angekommen irgendwo. Hier oben ist da noch ein bisschen Ebenen. Ist das miteinander connected? Ja, sieht so aus. Okay, dann geht's vielleicht doch noch ein Stück weiter. Bitte. Noch eine Teergrube. Noch so eine schön ergiebige. Noch nicht wieder so Nebel. Dann sehe ich doch gar nichts mehr. Ach Mann, dieses Wetter. Es regt mich auf.
Immer wenn du irgendwas suchst, ist Nebel, dass du nichts siehst. Wir kommen jetzt schon wieder ins Grasland. Warum ist denn das Ebenen so groß auf der Karte? War das schon immer so groß? Nö, hier kommt Gebirge. Ah, hier drüben muss es noch ein bisschen weitergehen. Komm schon, eine Teergrube noch. Ich verlange doch gar nicht viel. Ah, wäre schade, wenn wir die hier nicht mehr finden. Müssen wir wieder komplett neues Ebenengebiet raussuchen. Hier scheint noch was zu kommen. Sah gerade aus wie ein totes Kito, war aber glaube ich nur so ein Blatt. Aber wir haben hier noch ein bisschen Platz. Komm schon. Alle mal zu Hause Daumen drücken. Ich möchte hier noch eine Teergrube haben. Da hinten ist ein Dorf, oder? Ja. Ach, shit. Ach, Manu. Überraschungseffekt kam nicht an. 50 Schaden mit einem Schlag, ne? Ich hau jetzt einfach mal Knochenwanst an, auch wenn wir den easy peasy schaffen werden. Ich habe dooferweise irgendwie das Schild in die Hand genommen und hab's direkt wieder losgelassen. Und konnte halt nur mit Frostner blocken. Deswegen gab es hier doch ein bisschen mehr Damage als erwartet. Das Dorf ist hier drüben. Hier vorne kommt gleich wieder das Meer. Oder auch nicht. Ach komm schon, eine Teergrube noch. Wir hatten doch so Glück jetzt in den letzten Folgen, haben immer eine auf Anhieb gefunden. Jetzt lässt mich das Spiel hier schwitzen. Manu! Es sieht nicht gut aus. Ach Mann! Meine gut, mit den 100, was hat man, 30, 133 Teer, komme ich auch erstmal ein Stück, aber so ein bisschen mehr wäre auch schön gewesen. So ein Riesengebiet. Hat das was damit zu tun? Wohl nee, hier waren wir noch nicht vor dem Hafen Home Update, ne? Ich glaube nicht. Weil dann wäre es ja logisch, dass hier nichts ist. Oder? Warte mal, wir waren auf der Insel des Todes. Ja doch, kann sein. Wir waren ja hier, Insel des Todes, sind hier rüber. Hier kam die Seeschlange nochmal. Ich glaube, das war noch vor dem Update. Könnte sein, dass hier einfach generell keine Teergrube ist, weil halt es da noch keine gab. Und wenn wir das Gebiet betreten haben, dann wird es ja nicht neu geladen. Also dann ist es halt so. Halt die Frage, wie groß ist das Gebiet dann immer gemeint? Und was für einen Umkreis? Weil hier vorne haben wir ja welche gefunden. Wir laufen das jetzt trotzdem einfach nochmal ab. Und wenn wir kein Glück haben, dann ist es halt erstmal so. Dann können wir mal schauen. Hier kommt doch Sumpf, oder? Ne, Dunkelwald. Ja, ich wollte sagen, dann können wir schauen, ob wir noch irgendwo ein bisschen Eisen zusammenkriegen. Sumpfiger Schlüssel ist am Start. Inventar ist schon wieder recht voll. Gucken hier nochmal kurz nach einem Stein. Greif doch an. Was ist los mit ihm? Ja, wie sehen die mich nicht? Ah gut, wir können drauf loshämmern. Wir haben ja Knochenwanst. So, aber im Gebäude ist es auch nicht. Nö, jetzt extra hochrennen für den. Habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock. Wir sammeln hier mal noch schnell den Scheiß ein. Ja, schade. Schade, schade, schade. Ich dachte, wir finden noch irgendwas. Aber Odin ist nicht mit uns gerade. Im Moment nicht mehr ausgeruht. Das war doch mal ein Zeichen. Schön.
Na gut, dann ist das halt so. Dann gucke ich mal, wie weit ich mit dem der... Wie weit ich mit dem der komme, was wir gefunden haben. Und wir machen uns jetzt vielleicht einfach nochmal in den Sumpf und sammeln noch ein bisschen Eisen zusammen. Beziehungsweise, nö, wir machen nicht in den Sumpf. Wir machen nochmal zu unserer Basis in den Ebenen. Und gucken mal, dass wir da noch ein bisschen Flaxi-Maxi machen. Dass wir dann in den nächsten Folgen uns auch die gepolsterte Rüstung mal komplett zulegen. Gut, also hier ist nichts. Dann stellen wir das Portal erstmal hier auf. Ach komm doch. Wo haben wir es? Hier haben wir es. Ich glaube, hier kommt noch einer. Ja, da ist er. Na komm. Trau dich. Trau dich, Freundchen. Los. Ich beiße nicht. Ich schlage nur. Und weg mit ihm. Und ab nach Hause. Ja, dann können wir uns noch ein bisschen um Flachs. Können wir schauen, dass wir hier ein bisschen Zeug Leinswirn zusammenkriegen, dass wir die neue Rüstung mal bekommen. Weil das wird auch Zeit, jetzt gerade in den Ebenen, wir merken es ja immer wieder, wenn sich das doch irgendwie mal ungeblockt was hittet, dann wird's scheiße. Und da wäre es schon ganz geil, mal die bessere Rüstung zu haben. So, Münzen. Wir können auch nochmal bei Haldor vorbeischauen, demnächst oder jetzt noch mal gucken. Weil die Angelrute haben wir uns immer noch nicht gezogen, ne? Habe ich, glaube ich, noch nicht gekauft. Jetzt bin ich mir wieder unsicher. Ich muss mir die Folge nochmal anschauen. Nicht, dass die in irgendeiner Kiste hier rumlungert. Und ich ärgere mich wieder. Wäre natürlich nicht so geil. So, hier noch ein bisschen Holz. Stein werde ich wieder nicht los. Teer werden wir vorne los. Eine Trophäe haben wir noch. Zack, weg damit. Wir holen uns nochmal ganz schnell Gemütlichkeit. Ich muss vorne die Feuerstelle mal wieder anzünden, dass wir hier auf die 11 kommen. Kann ja wohl so nicht sein. Achso, ich zeige euch gleich nochmal, was ich mir gedacht habe für die Fassade. Da würde ich ganz gerne noch ein paar Banner aufhängen. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Hä? So. Ja, grün jetzt vielleicht nicht unbedingt. Blau passt auch nicht unbedingt dazu. Dunkle vielleicht, mal gucken. Ah, ich habe überlegt, hier noch Banner aufzuhängen. Ah, ich habe es jetzt gerade nicht einstecken, dass ich es euch zeigen kann. Also dann hätte ich es mal dran gebaut. Auf jeden Fall dann vielleicht hier mal in die Mitte noch so ein Banner oder so. Dem als Hintergrund könnte schon geil aussehen. So, Thea hier rein. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Das ganze Flachszeug habe ich, glaube ich, in die Gerste-Dings gepackt. Genau, 74 Flachs haben wir jetzt hier einstecken. Den Flug habe ich auch dabei. Ja, komm, ich gehe jetzt nicht nochmal pennen. Scheiß drauf. Ist es das Richtige? Oder nicht? Das sehen wir in 2 Sekunden. Natürlich nicht. Ich werde die Portale heute umbenennen. Ich nehme mir das schon seit so langer Zeit vor und sag's immer wieder. Ja, es ist aber auch irgendwie schwierig. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist einfach auch zu viel aktuell bei mir so privat los mit Kind und Arbeit und drum und dran, dass ich echt einfach so mega krass vergesslich geworden bin. Ich weiß nicht, ob mir einfach zu viele Sachen im Kopf rumschwirren. Früher war das nicht so. Ja, jetzt ist hier natürlich Nebel und Dunkel. Ja, deswegen, keine Ahnung. Tut mir leid, seid nicht böse. Hier haben wir Gerste. Ah, da siehst du halt gleich wieder gar nichts, ne? Kiste leer. So, hier haben wir Gerste. Wir hatten doch hier oben das Flachs. Ne, haben wir doch schon wieder. Also haben wir echt schon so viel mittlerweile. Okay.
Ist natürlich geil. Dann können wir hier ordentlich Leinzwirne herstellen. Und kriegen endlich die gepolsterte. Dieser Typ da draußen regt mich so auf. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht hören. Ich habe das Mikrofon so eingestellt, beziehungsweise in der Soundbearbeitung ist es dann auch so, dass da echt fast alles an leisen Umgebungsgeräuschen irgendwie gefiltert wird, aber es nervt. Vor allem ist Mittagsruhe. Da bin ich mal so richtig deutsch. So. Was mache ich denn? Im Bauhammer. Falsches Menü. Der Nebel verzieht sich ein bisschen. Beziehungsweise irgendwie sieht man es einfach besser. Ah, hier kommt doch schon wieder irgendwas angerannt. Also flachsen wir das hier nochmal voll. Und den Rest nehmen wir mit. Und machen Leinzwirn draus. Ja, ist doch gut. Nö, wenn ich den jetzt hier haue, haue ich mir meinen Flachs kaputt, oder? Gehen mal lieber ein Stück zur Seite. Vor allem bin ich richtig low unterwegs gerade. Werd's bestimmt bereuen. Kommt gleich noch ein totes Kido und ich heule. So, zack, zack, zack. Ja, also den Rest machen wir hier noch drauf, bis das Ding voll ist. Ich glaube, da drüben haben wir ja auch noch Flachs. Da können wir später nochmal schauen. Und hier machen wir jetzt gleich den restlichen Flachs aus dem Inventar zu Leinzwirn. Was ist denn hier vorne eigentlich alles? Habe ich hier so viel? Gerste, was ist damit passiert? War das hier mit dem Loks, als der hier durchgerannt ist? Kann sein, ne? Und dann können wir wirklich mal anfangen, auch Blutpudding und den ganzen Spaß herzustellen. Ist ja hier mal so ein richtig High-End Lebensmittel-Combination haben und so. Schön, aber Flachs hat sich ja mittlerweile wirklich vervielfältigt. Jetzt haben wir hier schon wieder über 100 Stück am Start. Perfekto. Können wir alles reinhauen. Und das Gebäude wird so schön, wenn das fertig ist. Ich freue mich so dolle drauf. Vor allem Platz. Der Platz ist es, auf den ich mich freue. So, wie viel geht denn rein? 40 Stück. Ah, komm, ich trigger die Taste lieber 1000 Mal, geht schneller. Bitte, patcht das, dass ich mit einem Klick alles reintun kann. Das nervt mich immer noch. Gut, dann haben wir nämlich auch das. Das macht jetzt ordentlich Zeug. Aber ich glaube, wir brauchen auch Eisen dafür, ne? Für die gepolsterte. Ja, das heißt, wir müssen definitiv nächste Folge wieder in den Sumpf. Ein bisschen Eisen sammeln. Auch diese ganzen Totenköpfe hier, ne? Auf der kleinen Karte oben sieht das aus, als wären es 20 Stück. Komm weg damit. Ich möchte das doch nicht mehr. Mal ein bisschen Karte aufgeräumt. Wie sieht's denn eigentlich aus? Wir haben schon einen großen Teil bekommen. Ach. Ach, Haldor, genau. Haldor, machen wir die Tage nochmal. Da schauen wir nochmal. Aber wir haben so von der Karte an sich doch schon einen gewissen Bereich aufgedeckt. Mal gucken, wenn Nebellande und Co. dann irgendwann noch ins Leben gerufen werden, wird es natürlich nochmal geiler. Aber hey, mir fällt gerade ein, wir haben da hier noch ein Spinnrad. Können wir da auch nochmal 40 reinhauen, dann geht es ein bisschen schneller. Und dann brauchen wir bloß noch Eisen. Habe ich... Na, ich habe leider nichts. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss mit der Folge, weil ohne Eisen kommen wir jetzt eh nicht weiter. Jetzt nochmal in die Ebenen rennen bringt auch nicht viel. Ich gebe mich jetzt erstmal damit zufrieden, was wir an Teer haben. Und ja, wie gesagt, Sumpfeisen sammeln, das dauert wieder ein bisschen länger. Da möchte ich jetzt nicht mit anfangen und direkt wieder aufhören. Liegt hier überall Holz? Guck mal, da sind sie schon wieder, die ganzen Biester. Ja, dann machen wir an der Stelle Schluss, dann sind wir ungefähr bei 25 Minuten rausgekommen. Das ist doch in Ordnung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns übermorgen 19 Uhr wieder. Da geht's ein bisschen Eisen sammeln. Bis dahin, macht's gut.